Willkommen zur zweiten Folge Starfield. Ich kann es so gar nicht fassen. Endlich ist es da. Wir können spielen. So, in der ersten Folge, die auch ein bisschen länger ging, haben wir uns alles mal genauer angeguckt. Das ganze Menü. Wo war es? Auf Tab war es. Hier die ganzen Menüs haben wir uns angeguckt. Wir haben uns den Charakter kreiert. Die ersten Schritte sind wir gegangen. So, und dann war auch schon, ja, ein bisschen über eine Stunde dann schon vorbei. Und jetzt geht's genau mit dieser Folge hier weiter an dieser Stelle. Und ja, freut euch drauf, erkundet mit mir zusammen Starfield. Und ich habe schon gesehen, eben hier, als ich mich einmal gedreht habe, man kann ja jeden Kram aufnehmen, aber ich weiß gar nicht, braucht man das denn alles auch? Und das ist alles nach Masse, also Gewicht, sortiert, wollte ich schon sagen. Limitiert. So, da unten habe ich die Masse. Okay. Ich würde einfach mal sagen, ich loote, was geht, und dann gucke ich mal, wann ich da an mein Limit stoße. Keine Ahnung. So viel habe ich ja auch noch nicht an Zeug hier. Ja, ich würde sagen, ich loote einfach mal auch so einen Stift. Ah, nee. Das ist der Stift eben, war das der Schreibblock. So, wenn ich jetzt Tab drücke, dann Inventar. Und dann sehe ich, ah, das ist auch cool hier oben, neue Items. Da ist jetzt die Frage, wie lange sind die neu? Pro Spielsitzung, pro 2 Sekunden. Also das habe ich gerade aufgenommen, ja, das stimmt. Neue Items, ja. Wahrscheinlich einfach nur ein Notizblock und ein Stift. Untersuchen auf X. Ach, das ist einfach nur drehen. Okay. Sortieren Name. Nee, ablegen. Aber mit R kann ich das jetzt auch quasi wieder ablegen. So, dann lässt er den Stift einfach fallen. Okay. Nö, ich sammle einfach mal auf hier. Und woran erkenne ich jetzt, dass es dann von Nutzen ist? Eigentlich nur im Tooltip dann, ne? Und das ist jetzt einfach nur Wert 8. Wert 3. Tupfer. Ja. Einfach nur, um ein bisschen Kohle zu machen. Kohle zu kriegen. Masse 1,6, Wert 105. Ja. Feuerlöscher hier? Braucht doch keiner. Schalter aktivieren. Erstmal gucken hier. Was passiert dann? Huch. Okay. Von da bin ich wahrscheinlich gerade hochgekommen, ne? Oh, guck mal hier. Wieder 105. Wie, was ist eigentlich mit der Währung? Credits oder Inventar? Credits, ja. Tatsache. Ja, 105 Credits, weil Feuerlöscher braucht man hier doch nicht. Bolzenschneider. Ja, komm, wir nehmen alles mit. Ich sehe mich schon gleich die Taschen voll haben. Oh. Ich dachte, Vectera wäre ein normaler Mond. Anscheinend lag ich da falsch. Lynn hat mir gerade erzählt, was wir hier wirklich machen. Lynn hat wohl einen weiteren, wie nannte sie es, diskreten Vertrag mit diesem Barrett. Er meint, dass es hier etwas Besonderes zu holen gäbe und er uns ausgezeichnet bezahlen würde, wenn wir es finden, rausreißen und liefern, ohne Fragen zu stellen. Ich habe diese Abmachung natürlich eingehalten, indem ich Lynn mit Fragen überhäuft habe. Sie lässt sich wie üblich nicht in die Karten schauen. Aber man fragt sich dann schon, was zur Hölle bedeutet, besonders in diesem Fall. Wir sind auf einem Mond, am Arsch der Welt. Entweder will dieser Kerl Schmuck aus irgendwelchen seltenen Raumdiamanten fertigen, oder hier ist irgendwo eine Art uralte Todeswaffe vergraben. Im Diamantenfall klaue ich definitiv einen für Jennifer. Oder Carlos. Oder Nia. Und wenn es eine Todeswaffe ist, will ich das Ding zuerst abfeuern. Das sind meine Bedingungen. Oh, okay. Das klingt ja sehr toll. Okay, das war jetzt so ein Audiolog. Ja. Okay. Die Luke bleibt anscheinend auf. Tür verriegelt. Entsperren Meister. Keine Digi-Dietriche, okay.
Oh, da ist eine Kiste. Oh. Okay, und das kann ich jetzt nicht aufmachen, weil keine Dietriche entsperren Meister, was auch immer das heißt. Kann man das skillen, das Entsperren? Wahrscheinlich kann man, wenn man Meister ist. Beim Gucken gibt es das hier wahrscheinlich irgendwo, ne? Forschung, Kampf, Sozial. Suchoption gibt es hier nicht, ne? Was könnte denn Handel, Gastronomie, überzeugen? Hier, plündern. Beim Durchsuchen von Behältern besteht eine Chance, dass du zusätzliche Credits, ne? Dieb. Da, schaltet, nee, Taschendiebstahl nicht. Ich brauche ja was zum Schloss knacken. Das ist Waffen. Das ist Geologie, Medizin, Forschung, Analyse. Ich habe jetzt gedacht, es gibt irgendwie Anfangsperks, die man auswählen kann, damit ich genau jetzt hier dieses Gitter und dann die Truhe öffnen kann. Hier. Du kannst Schlösser des Levels Lehrling hacken. Zwei automatische Versuche können für später aufgehoben. Aber es ist nicht Meister. Hm, okay. Na gut, wie dem auch sei. Vielleicht kann man hier später auch zurückkehren und dann mit der Meisterfähigkeit das öffnen, wie auch immer. So, Lagerkiste. Boom, Pop, Cola, Dichtmittel. Ah, und mit dem Mausrad kann ich hier switchen. Okay. Nehmen, Transfer. Bei Transfer mit R komme ich hier ins Inventar. Und bei Nehmen nimmt er das einfach. Und bei R. Okay. Also es sieht schon mal ganz top aus, außer was mir schon jetzt leider auffällt und was ich schade finde, wo ich eigentlich ja schon drauf achte, ist mit dem Licht. Also ich sehe hier keinerlei Schatten von mir, obwohl ich Schatten komplett hochgestellt habe. Ja, schade. So, oh, Feuerlöscher, die braucht ja keiner. Sportflasche, Stahlflasche. Wo war Licht? War das nicht F gedrückt halten? Oder geht das nicht, weil ich keinen Helm auf habe? Hm, okay. So, okay, hier habe ich alles gelootet. Ich mache mal die Tür wieder zu. So, was haben wir hier? Erste Hilfe Medipack. Hä? Hustet. So, ich mache jetzt nochmal Transfer mit R. Okay, da sehe ich dann, was alles drin ist quasi. Und kann, ah, okay, und kann dann draufklicken. Ah, okay. Also entweder nehme ich es direkt mit E oder mit R kann ich es mir quasi nochmal angucken. Ja, gut. So, was haben wir hier? Spritze, Wert 15. Tja, keine Ahnung, nehmen wir alles mit. Kohle, Kohle, Kohle. Skalpell. Ja, keine Ahnung, wo ich irgendwas verkaufen kann. Tacker. Schwerelosdraht. Zange. Leiterplatte. Wert 75. Oha. Da gibt es noch einen Schraubenschlüssel. Krimpzange und Klebeband. Hier ist eine Kiste mit Lösungsmittel. Ah, das blubbert hier. Okay. Hier ist der Typ an seinem Anzug. Alles okay. Willst du einen Kaffee oder so? Meint er mich? Irgendwo habe ich was. Ha. Nee, kein Kaffee, danke. Muss noch fahren. So, ganz viel zum Looten. Was macht denn meine Tasche eigentlich? 50 von 135, okay. Feuerlöscher werden überbewertet. Ich will nur meine Schicht überstehen. Tragbarer Ventilator. Okay. Er will nur seine Schicht überstehen. Was?
Ich arbeite. Wo arbeitest du denn? Du hast nicht mal einen Stift in der Hand. Freundchen, soll ich dir mal einen geben? Ich habe schon welche gelootet. Ach, deswegen hat er wahrscheinlich auch keinen Stift in der Hand. Kann ich irgendwie, weil ich die alle eingesteckt habe. Oh. Die hat gar keinen Namen. Kleiner Tipp. Pack deinen Anzug nächstes Mal selber ein. Such dir deine Ausrüstung immer selbst aus. Okay. Kein Interesse. Egal was. Kein Interesse. Egal was. Ja, der ist ja voreingenommen. Ja, okay. Hm, ja. Ja, jetzt am Anfang gucke ich mir alles noch genau an und... Ja, ich habe da ja auch jahrelang drauf gewartet, hier endlich mal rumlaufen zu können, ne? Das wird sich später auch alles... geben mit dem Rumgucken und Texturen anschauen und so weiter. Es ist jetzt nur am Anfang quasi so. Vorarbeiter-Logbuch. Tag 2 der Ausgrabung von Argus Extractors auf Vectera. Freestar Collective Abhol-ID Beta 7548 Alpha. Wir haben das Lager ziemlich schnell aufgebaut. Neuer Rekord für uns. 18 Stunden inklusive Lift. Die Montageelemente werden aber langsam alt. Wird Zeit, Budget für neue Ausrüstung freizugeben. Mal wieder. Die Crew ist gut. Die Stimmung ist okay. Hella nervt wie üblich. Und ich kann in keinster Weise auf ihn verzichten. Wie heißt es so schön? Das Problem ist, dass ich ihn liebe und er es weiß. Ugh. Calvert ist immer noch das schwächste Glied. Dummheit kann man leider nicht wegtrainieren. Aber sie hat eine Tochter auf dem Mars oder so und braucht das Geld. Eine Chance kriegt sie noch. Sollte sie letzten Endes versagen, haben wir immer noch den eindeutig vielversprechenden Dusty. Das bin ich. Oha, die ist ja... Oh, die hat ihre Leute ja schon gut eingeschätzt. Okay, die haben... Die Anzüge, die Argos kauft, sind... Ich meine, sie funktionieren. Das war's aber auch schon. Okay, sind keine guten Anzüge, wa? Okay, gut. Feuerlöscher habe ich alle mit. So, dann geht es quasi da rein und da rein. Da muss ich rein, also gehe ich erstmal hier rein. Erstmal alles angucken. Tür schließen. Hast du nicht irgendwas zu tun? Ah, okay. Gut, dass Hella neulich auf dem Erste-Hilfe-Seminar war, ha? Wieso, was ist denn? Okay. Was ist das hier? Spind. Eiweißriegel. Regeneriert 4 Gesundheit. Oh ja, sowas brauche ich. Tischtennisball? Echt jetzt? Was haben wir hier? Isozentrierter Magnet. Eieiei, sieht aber abenteuerlich aus. Shatter Quacker. Unterzieher Weltraum. Du hast echt Glück, dass du plus 5% O2-Regeneration. Hm. Cool, was ist das? Neue Items, das ist ein Anzug gewesen. Nee. Hä? Helme? Nein. Kleidung. Ja. Der. Rechts sieht man die Werte. Aber thermal, korrosiv, physisch, alles minus. Hm, ob das dann so gut ist? Ich glaube eher nicht. Das sind neue Items. Okay. Alles ist... Aha, okay. Einfach hier mit scrollen. Gut, okay. Thermos. Das sind Hausschuhe. Rechts Hausschuhe. Links. Aha. Okay. Schön alles geklaut hier. Oh, Dietrich hier. Aha, Spüllappen. Guck mal einer an. Und Feuerlöscher braucht keiner. Hier ist noch ein Spind. Da ist nichts drin. Hier ist auch noch einer. Unterzieher Weltraum. Das gleiche Ding nehme ich einfach mal mit, egal. So, okay, hier ist nichts. Erste Hilfe, gerne. Hier ist Kolben. Den nehmen wir mit.
Toilettenpapier. Habe ich jetzt echt Toilettenpapier? Rollen. Ach nee. Die kann ich links oder rechts rum. Nee, nee, die muss immer vorne runter gucken. Persönlicher Groma. Groma. Papiertücher, Wert 8. Auch nicht schlecht. Argos hat eigentlich kein so gutes Händchen. Oh. Aber das heute war ein Volltreffer. Okay, der hat mich nicht beim Klauen erwischt jetzt, ne? Lalalala. Hallo. Ist das jetzt Zufall, dass sie hier ist, oder? Ich brauche Notizblöcke und Papiertücher. Wo ist sie jetzt denn? Schon wieder weggegangen? Okay, es ging aber schnell. Gut, wer hat seinen Müll hier nicht ausgebracht? So, Hausschuhe rechts, Hausschuhe links. Alles ist das okay? Hier? Hellas persönliche Aufzeichnung. Das ist das persönliche Logbuch von Lins wunderbarer rechter Hand. Mir, Hella. Ein neuer Tag, ein neuer riesiger Fels. Diesmal geht es um Vectera. Das ist ein... das ist ein Mond. Im All. Und er hat Erz. Wie die letzten 100. Leider weiß nur ich die wunderbaren Unterschiede zwischen Neodym, Vanadium und Iridium zu schätzen. Ich mag diese Clowns, aber die meisten von ihnen können Eisen nicht von Blei unterscheiden. Ah ja, okay. Okay oder so. Irgendwo habe ich was. Ach guck mal, einmal gehört oder gelesen, ist es verschwunden. Okay, dann habe ich das wahrscheinlich mal im Gucken. Missionen ist wirklich nur Missionen. Irgendwo im Log oder so, ne? Kann ich doch bestimmt nochmal hören. Status vielleicht? Ne, hier kann man ja nur gucken oder sich was anzeigen lassen, aber nichts klicken, ne? Das sind die Skills. Das sind die Missionen. Das ist Inventar. Ah, bei Notizen ist es. Ah, okay. Hier kann ich es nochmal anhören, ja. Gut, gut. Da war ich drin. Den hatte ich schon aufgemacht. Da kommt sie wieder. Geht wahrscheinlich da wieder rein. Okay. Glas, Seifenspender, Anzug, Tiefminen. Pantoffel, links und rechts. So viele Füße habe ich gar nicht. Ich bin beschäftigt, nerv jemand anderen. Ich mach doch gar nichts. Bisschen so unfreundlich, Alter. Dauert noch ein paar Aufträge, bis ich mal mit dir rede. Ah, ach so. Ja, ich bin der Neue. Ich verstehe schon. Ich bin der Neue hier. Geh weg, ich will deine Pantoffeln. Looten, looten, looten. Mach zu den Rotz. So, Tablettenfläschchen. Okay, alles nur verkaufen hier. Für Kohle. OP-Tablett. Stuhl. Hinsetzen. Nein, möchte ich jetzt nicht. So. Ich habe ja Dietrich hier eben gefunden, ne? Da muss ich ja mal gucken. Vielleicht kann ich da hinten... Ah! Ah, Hilfe! Boah. So ist besser. Notizblock. Notizblock. So. Ich will nur meine Schicht überstehen. Das hier? Tür. Ah. Ach, hier ist der Raum. Da habe ich die Dusche übersehen und bin hier direkt drüber. Warum ist da wieder ein Feuerlöscher? Hä? Nee, da hinten den... Ach, ich bin völlig durch den Wind hier, oder was? Habe ich glatt übersehen eben. Wahrscheinlich, weil er mich angesprochen hatte, ne? Als ich hier war an der Stelle, ja, ja. Was? Ich arbeite. So, okay, hier sind wir jetzt mal vor uns. So, Notizblock. Der Orchideenhändler, Wert 101. Boah. Ich glaube, ich habe schon richtig gut Kohle gescheffelt hier. Ach, okay, das ist einfach nur ein Buch. Das möchte ich jetzt aber nicht alles lesen. Ordner, Notizblöcke, Blickhaus. Ich glaube nicht, dass das zur Geschichte
beisteuert hier. Das ist einfach nur... Ja, plötzlich ein 40 Fuß langer Megalosaurus. Ja, ist klar. Irgendwelche Geschichten, nur Papiertücher. Ah, jetzt hat er es aufgenommen, okay. So, Toilettenpapierrolle. Seifenspender. Ich habe schon so viele Seifenspender. Ach, was hier? Kolben? Den habe ich da jetzt rausgenommen. Cool wäre gewesen, wenn hier jetzt das Pipi-Wasser raus spritzen würde, weil ich den da runtergenommen habe. Aber gut. Aha. Hustet wiederholend. Auch nicht schlecht. Ja, dann. Das, die Sachen kann man mal gucken. Die Sachen kann man hier so, wenn man gegenläuft, schon beeinflussen, ne? Ja. Okay. Gut, dann noch einmal hier, das sind die Duschen, oder was? Push. Sieht so aus, ja. Was haben wir hier? Injektor. Verfahren. Wird verwendet, um Medikamente zur Behandlung von Leiden zu verabreichen. Und Seifenspender natürlich. Seifenspender, Seifenspender. Okay, da geht's nicht durch. Dann. So leicht ist es nicht immer. Jetzt gehen wir mal weiter zur Mission. So, okay, die. Oh Mann, ey. Gibt so viel zu erkunden hier. So, Schaumstoffbecher. Schaumstoffbecher. Wie voll sind meine Taschen jetzt eigentlich? 79, 135, aber das sehe ich jetzt auch hier. Ah, okay. Das muss ich mir mal merken. Und dass ich hier irgendwie alles loote, interessiert auch keinen, ne? Nur gut zu wissen. Sprudelwasser, eigentlich, weiß nicht, ist ja eigentlich sein Kram. Aber ich kann erstmal Feuerlöscher. Stahlgabel. Sprudelwasser. Angebissenes Sandwich. Gut, dass Hella neulich auf dem Erste-Hilfe-Seminar war. Achso, ja, okay. Hey, hey, das war mein Sandwich! Oh! Oh, Mann! Oh, ich dachte, es gibt jetzt Ärger. Kann ich dem das... Ich kann das rausschmeißen, ne? Angebissenes Sandwich. Das kann ich doch sortieren, untersuchen. Untersuchen ist einfach nur das. Okay, Favorit ablegen. Hey, hast gesehen? Kein Interesse. Heb auf. Egal was. Ah, okay. Du hast echt Glück. Ich habe schon für Crews gearbeitet, die nicht mal Medis dabei hatten. Ah, okay. Gut zu wissen. Gabel, Gabel, Gabel. Hast du nicht irgendwas zu tun? Irgendwie muss ich an Geld kommen hier. Keine Ahnung, ob das überhaupt Sinn macht, hier alles mitzunehmen oder ob das einfach sinnlos ist. Ich habe keine Ahnung. Pass gut auf dich auf. Wir nehmen es einfach mal mit hier, was hier so rumliegt. Hey, keine ja. Zeit. Sofa hinsetzen. Oh, sogar animiert hier. Okay, und jetzt sitze ich hier. Ich bin beschäftigt, nerv jemand anderen. So, was haben wir hier? Schreibtischglobus. Nehmen wir mit. Passt alles in die Hosentasche. Wie haben sie dich geködert? Bist du auf die Broschüren reingefallen? Was soll das denn heißen? Ich bin der Auserwählte. Dartpfeil, gelbe Flügel. Dartpfeil, blaue Flügel. Und Dartpfeil, ganz viele. So, oh yeah. Flasche mit Genprobe. Ah, ich glaube, ja, das ist einfach nur so Zeugs, was ich verkaufen kann. Bisschen Kohle machen. Und Sachen, die wirklich was wert sind,
oder eine Bedeutung Lynn haben. Scheint dich zu mögen. Da kommt in dem Tooltip-Fenster dann schon mehr Text. Oder so eine epische Farbe oder sowas. Deswegen, ich gucke mir jetzt gar nicht mehr an, was das alles ist für Notizenbla. Notizblock. Ja. Einfach mitnehmen, einfach Kohle machen. Ich guck mal eben, aber ich glaube bei den Notizblöcken da habe ich mal einen. Da ist nichts, steht nichts drin, ne? Ne, ist einfach nur so ein Notizblock. Untersuchen ist einfach nur, ja, okay. Was ist das? Zitrone? Du passt gut dazu, okay? Pflanze, ich kann's. Meine können ein bisschen rau sein, aber sie sind nette Leute. Ich nehme einfach alles mit hier. Oh, die habe ich fast übersehen. Kurz mal gucken, Gewicht. Jo, passt. Vorarbeiter-Logbuch, Nachtrag. Immer noch Tag 2 der Ausgrabung von Argus Extractors auf Vectera. Freestar Collective Uphol ID Beta 7548 Alpha. Alle glauben, wir müssen nur Erz beschaffen. Vectera hat genügend akzeptable Adern, damit alle beschäftigt sind und keine Fragen stellen. Ich habe Heller alles gesagt, was er wissen muss. Also praktisch alles, was ich weiß. Dass wir es wieder mit einer von Barretts Sonderbestellungen zu tun haben. Er hat Kasal bezahlt, obwohl das ein Fehlschlag war. Diesmal bin ich mir nicht so sicher. Außerdem macht mich hier etwas echt nervös. Wahrscheinlich werden wir irgendwas finden. Keine Ahnung, was das sein könnte. Oder warum Barrett es haben will. Aber diese hübschen Constellation Credits bedeuten, dass wir Löcher graben und unser Maul halten werden. Das ist okay. Hoffentlich haben wir Barretts mysteriöses Ding und das Erz bald beschafft und können diesen Phasen in 5 Tagen wieder verlassen, wenn wir angeblich wieder abgeholt werden sollen. Ah, okay. Also sitze ich hier noch ein paar Tage fest, wa? Was haben wir hier? Cutter? Achso. So einen habe ich. Masse 4, Wert 475. Oh, kann man mal mitnehmen, oder? Die Schichten kommen mir immer länger vor. Argos will wieder Credits sparen. Typisch. So, hier kann ich nichts drücken. Da ist die Tür, da ist der Typ. Da bin ich rein. Ja, dann würde ich sagen, bevor es da dann weitergeht, kurzer Cut, neue Folge, Folge 3. Und dann geht's genau hier weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, freut euch drauf, Starfield ist endlich da. So, bis zur nächsten Folge, macht's gut.